Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 54. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen. Gute Vorbereitung und moderne Ausstattung für den Ernstfall-Katastrophenschutz in Hessen bundesweit vorbildhaft. Das ist die Drucksache Nummer 20/1093. Vereinbarte Redezeit bei diesem Setzpunkt ist 10 Minuten. Und erster Redner ist für die Fraktion der Christdemokraten der Kollege Uwe Serke. Uwe Serke, Frankfurt, Höchst. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Aktiven des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren leisten einen unverzichtbaren und wertvollen Beitrag für die Sicherheit aller Menschen und somit für unsere Gesellschaft. Ja. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Sie sind zur Stelle und setzen sich mit Mut, Fleiß und Einsatzbereitschaft für uns alle ein, wenn Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen oder anderen Notlagen erforderlich ist. Das gilt für berufliche und ehrenamtliche Einsatzkräfte gleichermaßen. Vielen ist allerdings gar nicht bewusst, dass der Brand- und Katastrophenschutz zu großen Teilen auf ehrenamtlichem Engagement aufgebaut ist. Rund 80.000 Helferinnen und Helfer leisten ihren Dienst ehrenamtlich in den zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren, im THW und in den Hilfsorganisationen. Das sind sage und schreibe 97% der Einsatzkräfte. Dieser wertvolle Einsatz ist unbezahlbar, denn ohne die vielen freiwillig Aktiven wäre der Brand- und Katastrophenschutz in seiner Breite und Schnelligkeit nicht zu gewährleisten. Dafür gebührt ihnen Anerkennung, Wertschätzung und ein ganz besonderes Dankeschön. Meine Damen und Herren, ein leistungsfähiger Katastrophenschutz ist wichtiger Bestandteil der Sicherheitsarchitektur des Landes Hessen. Aus diesem Grund ist dieser Bereich auch ein Schwerpunkt auf der politischen Agenda der Koalition aus CDU und Bündnis 90 die Grünen. Die finanzielle Ausstattung des Katastrophenschutzes wurde in den vergangenen Jahren massiv ausgeweitet, sodass Hessen hier bundesweit vorbildhaft und mitführend ist. Wie wichtig der Katastrophenschutz ist, merken wir immer wieder in Ausnahmesituationen. Erst vor Kurzem, als am Abend des 18. August im Kreis Offenbach heftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Fallwinden eine Schneise der Verwüstung gezogen haben. Es gab mehr als 20 Verletzte, Häuser wurden schwer beschädigt, Dächer abgedeckt, Bäume entwurzelt und Autos zertrümmert. Die Einsatzkräfte von Feuerwehren, THW und Hilfsorganisationen rückten zu mehr als 1.300 Einsätzen aus. Sie versorgten Verletzte, pumpten Keller aus und räumten Straßen und Bahnstrecken frei. Durch ihr beherztes Eingreifen haben sie Schlimmeres verhindert. Die betroffenen Menschen sind dankbar, dass ihnen in dieser Notlage schnell und fachkundig geholfen wurde. Und auch das Land leistet schnelle Hilfe für die Geschädigten. So hat das Innenministerium eine Finanzhilfeaktion eingeleitet, um nach den Millionen Schäden den betroffenen Menschen auch finanziell unter die Arme zu greifen. Weitere Ausnahmesituationen sind Großeinsätze im Rahmen von Bombenentschärfungen wie vor wenigen Wochen im Frankfurter Ostend oder fast genau vor 2 Jahren, am 3. September 2017, im Frankfurter Westend. Damals handelte es sich um eine 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe. Über 60.000 Menschen in einem Umkreis von 1,5 Kilometern, darunter Patienten aus 2 Krankenhäusern, mussten umquartiert werden. Frankfurt stand gewissermaßen still. Es war wohl eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und neben Polizei und Berufsfeuerwehr waren weit über 1.000 ehrenamtliche Helfer beteiligt, wie Herr Bellino, wie ich das gerade mitbekommen habe. Diese beispielhaften Einsätze sind Beleg für die hohe Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit unserer hessischen Einsatzkräfte. Diese Einsätze, meine Damen und Herren, werden mit großem Engagement und hoher Motivation durchgeführt. Und unsere Aufgabe in der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass die Einsatzkräfte bestmögliche Rahmenbedingungen vorfinden. Wir richten uns dabei nach dem Dreiklang aus Förderung, Ausbildung und Anerkennung. Zur finanziellen Förderung hat Hessen in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen veranlasst,
von denen ich einige nenne. Für die Ausstattung des Katastrophenschutzes wurden seit 2008 66 Millionen € bereitgestellt. Die Zahl der Fahrzeuge im Katastrophenschutz konnte von 278 auf 660 mehr als verdoppelt werden. Hier erwarten wir auch vom Bund, dass er die Vereinbarung einhält und zeitnah die ausstehenden Fahrzeuge an Hessen zuweist. Beim Brandschutz hat das Land Hessen zwischen 2007 und 2017 rund 1.700 Maßnahmen in fast 133 Millionen € gefördert. So konnten die Beschaffung von mehr als 1.300 Fahrzeugen und der Aus- und Neubau von mehr als 350 Feuerwehrhäusern unterstützt werden. Ganz aktuell wurden 4 neue Abrollbehälter Waldbrand im Wert von insgesamt 1 Million € angeschafft, um Waldbrände wirksam zu bekämpfen. Hessen ist somit gut auf großflächige Waldbrände vorbereitet und könnte mit abgestimmten Alarmplänen und Einsatzkarten sehr kurzfristig reagieren. Allein im Jahr 2019 liegt die Förderung bei über 40 Millionen €, und bis zum Ende der Legislatur wird die Garantiesumme für den Brandschutz in Hessen auf mindestens 45 Millionen € steigen. Werte Kolleginnen und Kollegen, auch in die Aus- und Fortbildung unserer Einsatzkräfte wird investiert. So wird die Landesregierung die Hessische Landesfeuerwehrschule in Kassel zu einem modernen Feuerwehraus- und Fortbildungszentrum ausbauen. Dafür sollen die Kapazitäten der Schule bis zum Ende des Jahres 2024 massiv erweitert und die Teilnehmerkapazität um bis zu 150 zusätzliche auf insgesamt 390 Plätze erhöht werden. Und am Standort Marburg-Kappel investiert das Land über 6 Millionen €, um ein neues hessisches Jugendfeuerwehrausbildungszentrum zu bauen. Den Stand der Ausbildung unserer Einsatzkräfte konnten wir aktuell vor einigen Tagen bei der Großübung des THW Panterei 2019 in Limburg beobachten. An ihr nahmen 36 THW-Ortsverbände mit rund 600 Einsatzkräften sowie Einheiten von Feuerwehr und weiteren Hilfsorganisationen teil. Das Großaufgebot an Rettungskräften wurde angefordert, um an 5 Einsatzstellen im Raum Limburg Verletzte und Verschüttete nach einem simulierten Meteoriteneinschlag zu retten sowie erste Hilfsmaßnahmen in der Katastrophe zu ergreifen. Die Übung verlief sehr positiv und ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für die Leistungsfähigkeit unserer Einsatzkräfte. Meine Damen und Herren, Investitionen sind sehr wichtig, werden aber nur dann voll wirksam, wenn es eine breite gesellschaftliche Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz gibt. Deshalb ist es unser dauerhafter Anspruch, die Wertschätzung für Einsatzkräfte und für das Ehrenamt weiter zu stärken. Wir brauchen gesellschaftliche Akzeptanz und Respekt für das Ehrenamt. Daran müssen wir arbeiten. Am vergangenen Wochenende fand die Landeshelferparty in Kassel mit weit über 500 Teilnehmern statt. Dort wurde auch der Feuerwehrintegrationspreis verliehen. Mit Aktionen wie der Landeshelferparty, weiteren Auszeichnungen sowie der Anerkennungsprämie für langjährigen Einsatz drückt das Land Hessen seine Dankbarkeit und Anerkennung für den Dienst der Ehrenamtlichen im Brand- und Katastrophenschutz aus. Das ist gut so, doch reicht allein nicht aus. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, befinden sich oft in einem Spannungsfeld, ihr Engagement sowohl mit ihren Familien als auch mit ihrem Beruf zu vereinbaren. Sie brauchen dafür Rückendeckung, Respekt und Flexibilität. Die Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt ist nur mit einem großen Verständnis bei Arbeitgebern für die Einsätze ihrer ehrenamtlich engagierten Mitarbeiter möglich. Wenn Mitarbeiter zu einem Einsatz gerufen werden, sollen sie sich nicht auch noch Sorgen machen müssen, wie sie das gegenüber ihrem Arbeitgeber verantworten. Um dies zu unterstützen, gibt es seit 2016 die Initiative Wirtschaft trifft Blaulicht, die in diesem Jahr Mitte August in Wetzlar stattfand. Und dort hat der Innenminister, mit Erlaubnis halte ich das mal hoch, ganz aktuell die Kampagne 1 plus 1 gleich 2, eine starke Verbindung vorgestellt, mit der Unternehmen unter anderem verdeutlicht werden soll, wie wertvoll es auch für sie ist, wenn sie Mitarbeiter haben, die sich ehrenamtlich im verantwortungsvollen Bereich der Rettungsdienste engagieren und so umfangreiche Zusatzqualifikationen als Fach- und Führungskräfte erwerben.
Es gibt nur einen Punkt, meine Damen und Herren, der mir in diesem Zusammenhang mit Respekt vor Einsatzkräften sehr wichtig ist. Die Behinderung von und Gewalt gegenüber Einsatzkräften nimmt weiter zu. Hier dürfen wir nicht nachlassen, unsere Solidarität zu zeigen und deutlich zu machen, dass solche Übergriffe auch gesellschaftlich geächtet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, all diese Maßnahmen sind Beispiele, und Beispiele zeigen den hohen Stellenwert, den der Brand- und Katastrophenschutz in Hessen hat und welche Anerkennung wir den beruflichen und ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren wertvollen Dienst entgegenbringen. Die CDU ist ein verlässlicher Partner der Helferinnen und Helfer im hessischen Brand- und Katastrophenschutz. Wir werden uns auch weiterhin für den Dreiklang einer angemessenen Förderung, einer guten Ausbildung und einer gesellschaftlichen Anerkennung für unsere Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz stark machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Serke. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, darf ich Ihnen noch zwei erfreuliche Mitteilungen machen. Die eine habe ich versäumt, und die andere hat sich eben erst ereignet. Auf der Tribüne ist unser ehemaliger Kollege Ernst Ewald Roth. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und das zweite freudige Ereignis ist der Geburtstag von Herrn Staatssekretär Metz. Lieber Herr Staatssekretär, wir gratulieren Ihnen zum Geburtstag. Alles Gute, viel Glück und Gesundheit. Und ich finde, eine nettere Gesellschaft als diese Geburtstagsgesellschaft kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und wir gratulieren, das will ich doch sagen, einem sehr sympathischen Kollegen und einem hochkompetenten Staatssekretär zum Geburtstag. Alles Gute für Sie, Glück und Gesundheit. Fühlen Sie sich heute eingeladen vom Hessischen Landtag. Damit kommen wir zum nächsten Redner. Das ist der Kollege Eckert für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, Dank und Anerkennung für geleistete Arbeit der ehrenamtlich Tätigen im Bereich des Katastrophenschutzes hier in Hessen steht auch heute im Zentrum in dieser Debatte hier im Hessischen Parlament und deswegen das auch vorangestellt. Es ist nämlich einerseits zwar natürlich, wie Sie das auch in Ihrem Antrag zu Recht beschreiben, ein unverzichtbarer Baustein der Sicherheitsarchitektur des Landes, aber andererseits, und das will ich ins Zentrum rücken, sind die ehrenamtlich Tätigen, finde ich, Beispiel für gelebte Solidarität, für die praktische Umsetzung in der Gesellschaft, für Mitmenschlichkeit, für Helfen, für Beistehen in Katastrophen und dafür, meine Damen und Herren, Dank und Anerkennung. Das sind die ehrenamtlich Tätigen und Aktiven im Bereich des Landesfeuerwehrverbandes in den Städten und Gemeinden unseres Landes. Das sind die Helferinnen und Helfer im Arbeiter-Samariter-Bund, des DLRG, des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfallhilfe, des Malteser-Hilfsdienstes und des THWs. Und zu Recht betonen Sie, dass, und das machen wir auch immer wieder, wenn wir in den Wahlkreisen unterwegs sind, zumindest die, die man dann auch draußen vor Ort jeweils auch mit trifft, dass wir deutlich machen, dass Feuerwehren und all diese ehrenamtlich Aktiven eben kein Verein sind wie alle anderen, sondern dass sie etwas Besonderes sind in dieser Gesellschaft und dass Politik und Gesellschaft gut daran tut, an deren Seite zu stehen, sie zu stützen und zu unterstützen und die Wertschätzung deutlich zu machen. Und das ist natürlich auf der einen Seite, Kollege Serke hat es angesprochen, eine Frage natürlich auch der technischen Ausstattung, der Frage von Material, damit ehrenamtliche Frauen und Männer in unseren Bereichen des Katastrophenschutzes gut ausgestattet in den Einsatz gehen können. Aber auf der anderen Seite ist es eben nämlich genau dieses Thema Respekt und Wertschätzung. Und da will ich, damit wir hier nicht alle nur sagen, es ist alles eitel Sonnenschein und es ist gut, will ich auch deutlich machen, was dann da aber auch nicht geht, meine Damen und Herren. Und da gibt es solche Entscheidungen wie die des Sozialministers Klose in der Frage von Absicherung ehrenamtlicher Feuerwehrleute, die so nicht gehen, meine Damen und Herren. Und ich will jetzt nicht auf die Einzelentscheidungen und alles, was Sie jetzt danach noch gemacht haben, da bin ich auch allen dankbar, die sozusagen dafür gesorgt haben, dass es Veränderungen gegeben hat in Entscheidungen der Landesregierung dabei.
Aber deswegen rede ich nicht über die Sachentscheidung, sondern, Herr Minister, das ist Ihre Begründung gewesen. Die Begründung, dass es aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Sie das nicht machen. Nein, es ist eine Frage des Respekts und der Anerkennung. Und Sie sorgen dafür, dass ehrenamtliches Engagement wirtschaftlich und sparsam im Bereich des Katastrophenschutzes in Hessen möglich ist. Und deswegen werde ich Ihnen das auch immer wieder erzählen, bis Sie endlich dazu kommen, dass Sie sich auch dafür dann entschuldigen, meine Damen und Herren. Es ist entsprechend, es gibt und bleibt aber auch Einwürfe aus dem Bund. Kollege Serker hat das völlig zu Recht beschrieben. Ja? Wenn es in der Frage der Ausstattung für den Zivilschutz geht, muss man den Bund völlig zu Recht kritisieren. Die Bundesinnenminister der letzten Jahre, allesamt Mitglieder ihrer Parteienfamilie, haben sozusagen ganz viel darüber geredet. Aber am Ende ist das in der Tat, und da sind wir uns ja alle mal sehr einig in der Frage der Ausstattung, alles andere als ausreichend. Und wenn ich dann, Sie haben eben Panterei in Limburg angesprochen beim THW, ich war im Übrigen tatsächlich da und habe mir das mit angeschaut, wenn dann ein Bundestagsabgeordneter der Union sich dann hinstellt und sagt, ja, da müssten wir mal was tun, dem habe ich einen kleinen Tipp. Machen ist viel besser als nur drüber reden. Dafür ist er dann doch mitverantwortlich, meine Damen und Herren. Von daher deswegen, da sind wir, glaube ich, parteiübergreifend, weil wir als Hessen eine andere Sicht auf diese Dinge haben. Und das sollten wir dann auch jeweils deutlich machen und vom Bund das einfordern, was wir benötigen im Bereich des Zivilschutzes, meine Damen und Herren. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber neben der politischen Unterstützung für das Ehrenamt im Bereich des Katastrophenschutzes ist Gesellschaft gefordert. Ohne Unterstützung aus Wirtschaft, gesellschaftlichen Gruppen, Arbeitgebern, alle die, die nämlich dann, wenn ein Notfall eingetreten ist, froh und dankbar sind über Hilfe und Rettung, die sollten auch mit dabei sein, wenn es darum geht, Unterstützung und Förderung des Ehrenamts im Bereich des Katastrophenschutzes in Hessen zu ermöglichen. Denn Politik allein, Politik kann ganz viel mit ausrichten, aber alleine nicht. Und wir brauchen den gesellschaftlichen Schulterschluss für diese wichtige ehrenamtliche Tätigkeit, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es auch richtig, was wir, Sie haben ein paar Beispiele schon aufgezählt, Herr Serke, die wir auch als Land auch machen und die völlig richtig sind. In der Frage, wenn es dann über Wochenlehrgänge dann an der Landesfeuerwehrschule geht, die Frage von Lohnfortzahlung und Ähnlichem mehr. Aber lassen Sie uns durchaus mal darüber reden, dass wenn wir immer häufiger dezentrale Angebote auch im Wochenangebot hinbekommen, wie wir damit umgehen, wie wir da als Land auch sagen, ja, da in dem Bereich wollen wir uns auch entwickeln und unsere Schritte tun. Ich glaube, dafür braucht es auch das Engagement des Landes, meine Damen und Herren. Und dasselbe gilt auch bei der gesellschaftlichen Frage über Bildungsurlaub für eben genau ehrenamtlich Tätige im Bereich des Katastrophenschutzes der Feuerwehren. All das ist zumindest eine Diskussion, die wir führen müssen, damit wir sagen, wir wollen gut ausgebildete Fachkräfte im Ehrenamt in diesem Bereich. Und wie schaffen wir es, dass sozusagen auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen leichter vielleicht bereit sind, ihre Mitarbeiter sozusagen auch hierbei zu unterstützen, wenn wir auch deutlich als Gesetzgeber sagen, was wir da alles haben wollen. Das gibt es viele verschiedene Bausteine. Ich will sozusagen nicht alle Details aufführen, aber wir müssen rauskommen vom bloßen Fordern und dem Respekt, sondern hin zu diesen konkreten Maßnahmen, meine Damen und Herren. Denn in der Tat, und deswegen ist das Thema Bildung, Weiterbildung, Ausbildung in diesem Bereich in den Feuerwehren im Bereich des gesamten Katastrophenschutzes so ein wichtiges. Weil natürlich, das haben Sie auch erwähnt, werden die Anforderungen komplexer. Sie verändern sich. Waldbrand war ein Thema, was Sie mit angesprochen haben. Die Fragen von sozusagen auch technischem Know-how verändern sich. Stichwort Elektromobilität und ähnlichem Bereich mehr. Wir brauchen aber auch sozusagen die Unterstützung gerade auch der kommunalen Ebene, die dafür sorgen, dass ihre ehrenamtlichen Tätigen in den Feuerwehren gut ausgestattet sind. Und ich finde, da müssen wir einen Unterschied machen, zum Beispiel auch für Kommunen, die durchaus durch ihre Lage an Autobahnen noch einmal eine andere Herausforderung haben und deswegen wir auch als Land die auch weiter entsprechend ordentlich auch anders und stärker mit unterstützen, denn sie haben eine besondere Belastung und die sollten wir auch als Land thematisieren und anerkennen, meine Damen und Herren. Die Botschaft aber heute in der Tat, sie lautet, meine Damen und Herren, auch aufgrund Ihres Antrags und Ihres Setzpunktes heute Morgen, Dank und Anerkennung den Frauen und Männern im Katastrophenschutz in Hessen. Wir als Politik und Gesellschaft haben sich entschieden, dagegen zu stellen, wenn Helferinnen und Helfer im Einsatz
entsprechend behindert angegriffen werden. Wir brauchen eine klare Ächtung, Sie haben es angesprochen, der Gesellschaft für ein solches Verhalten und deutlich machen, das tut man nicht. Dafür brauchen wir das klare gesellschaftliche Signal, meine Damen und Herren, und dafür ist dieser Vormittag, glaube ich, auch der richtige Anlass. Und allen ehrenamtlich Aktiven im Bereich des Katastrophenschutzes, denen sei an dieser Stelle gesagt, ihr Tun und ihre Hilfe, sie sind nicht selbstverständlich. Sie leisten unverzichtbare Arbeit für unsere Gesellschaft. Sie sind Botschafter von Solidarität und Mitmenschlichkeit, Gesellschaft und Politik, sagen Danke nicht nur heute bei dieser Debatte im Hessischen Landtag. Wir sind an Ihrer Seite und lassen Sie nicht allein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner ist der Abgeordnete Graf für die Fraktion der AfD. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Katastrophenschutz, vielmehr Brand- und Katastrophenschutz, sind eine der wichtigsten Aufgaben unserer Retter, unserer ehrenamtlichen Helfer. Es bleibt uns nicht nur, sich bei allen Beteiligten für ihren persönlichen Einsatz zu bedanken, sondern sie auch bestmöglich für ihre Aufgabe auszustatten und abzusichern. Der Brand- und Katastrophenschutz in Hessen ist tatsächlich auf hohem Niveau, und die Einsatzkräfte leisten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit aller Menschen in Hessen. Das Land fördert mit vielen Millionen unter anderem Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrhäuser und andere Einrichtungen. Es wurde in den letzten Jahren richtigerweise viel in die Ausrüstung investiert. Ich bin allerdings ein wenig verwundert über die Kritik an der finanziellen Unterstützung des THW Hessen, unabhängig der Fahrzeuge, die noch ausstehen. Da wurde mir seitens des THW eine völlig gegenteilige Auskunft erteilt. Und so sollten wir eben nicht vergessen, dass das THW jetzt schon gut ausgestattet ist und diese Kosten zu 100% vom Bund übernommen werden. Zudem leisten die Städte und Gemeinden, was den Brandschutz angeht, in ihrer originären Zuständigkeit auch einen hervorragenden Beitrag. Das darf an dieser Stelle auch mal erwähnt werden. Aber solch kleine Details kann man als Regierungskoalition natürlich gerne mal übersehen. Feuerwehren, Hilfsorganisationen und das Technische Hilfswerk arbeiten in Hessen Hand in Hand mit dem Ziel, Menschen in Notlagen schnellstmöglich zu helfen. Rund 23.000 Ehrenamtliche und mehr als 3.300 Einsatzkräfte des THW stehen zum Schutz der hessischen Bevölkerung bereit. Somit ist auch der Katastrophenschutz in Naturkatastrophen wie Hochwassern und Sturmschäden, aber auch in besonderen Gefahrenlagen gut aufgestellt. Darüber hinaus steht eine der größten Feuerwehrschulen Deutschlands in Kassel. Auch dies nehmen wir wohlwollend zur Kenntnis. Hier werden unter anderem die freiwilligen Einsatzkräfte kostenlos aus- und fortgebildet. Mehrere Millionen Euro werden jährlich für die Ausbildung in Kassel und deren Außenstelle, dem Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg, investiert. Nach Rücksprache mit den Einsatzkräften, Verbänden und der Gewerkschaft kann man grundsätzlich festhalten, dass wir in Hessen wirklich auf einem guten Weg sind, was die Ausbildung und Teile der Ausrüstung angeht. Es kommt aber auch deutlich heraus, dass man sich zunehmend Sorgen um die Einsatzkräfte macht, denn die tendenziell zunehmende Verrohung in unserer Gesellschaft führt täglich zu Situationen, in denen Einsatzkräften gegenüber respektlos und gewaltbereit agiert wird, so die Deutsche Feuerwehrgesellschaft. Diese Tendenz wird auch durch die Antwort der Landesregierung auf unsere Kleine Anfrage zu Gewalt gegen Rettungskräften bestätigt. Die Landesgruppe Hessen hat zu diesem Thema 2018 sogar ein Video gedreht, um mit diesem Video eine öffentliche Debatte anzustoßen, deren Ziel die Rückkehr zu mehr Respekt und Wertschätzung gegenüber unseren Einsatzkräften ist. Die Gewerkschaft wünscht sich seitens der Politik mehr Unterstützung. Aus Sicht der Gewerkschaft ist es unwirksam, den Straftatenkatalog immer wieder zu erweitern, wenn bisher die meisten Strafanzeigen seitens der Gerichte eingestellt werden.
Dies ist gegenüber den Tätern das falsche Zeichen, und es führt zunehmend zu einer Resignation der Einsatzkräfte. Weiterhin führt es zu einer verminderten Prävention. Wie mir in persönlichen Gesprächen mitgeteilt wurde, ist die zunehmende Gewalt besonders für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ein großes Problem. Stellen Sie sich vor, Sie werden zu einem Einsatz gerufen, bei dem Sie helfen wollen, und urplötzlich werden Sie angegriffen. Solche Ereignisse können natürlich Ängste und Traumata auslösen. Und da hilft es auch nicht, dass die Landesregierung 2017 einen Erlass veröffentlicht hat, der zu schnellerem Informationsaustausch bei der Abstimmung von Einsatzkräften und Eigensicherungsmaßnahmen zwischen Polizei und Rettungskräften führen soll. Auch Ihre aus dem Jahre 2013 gestartete Imagekampagne für die Feuerwehr scheint leider nicht gefruchtet zu haben. Allein dadurch ist den Einsatzkräften noch nicht geholfen. Hier muss mehr getan werden. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen und aufopferungsvollen Einsatz. Wir werden dem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Graf. Nächster Redner ist der Kollege Müller für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das wesentliche Positive ist, dass wir heute aufgrund dieses Antrags die Gelegenheit bekommen, den vielen Ehrenamtlichen im Bereich des Katastrophenschutzes Dank zu sagen. Dazu komme ich auch gleich. Aber vorher will ich noch auf einen Punkt eingehen, der mir hier bei diesem Antrag wieder besonders aufgefallen ist. Es grenzt schon an eine politische Selbstkasteiung, mit der Sie, meine Damen und Herren von CDU und Grünen, diese Anträge formulieren, diese Jubelanträge formulieren. Sie loben in einer Art und Weise die Landesregierung für Dinge, die Sie selbst eigentlich auf den Weg gebracht haben. Ja, das kann man Bescheidenheit nennen, aber ich glaube, dass die erste Gewalt im Verhältnis zur zweiten Gewalt durchaus manchmal etwas selbstbewusster auftreten kann. Und wenn ich in Punkt 3 des Antrags lese, der Hessische Landtag begrüßt die beträchtlichen Investitionen der Hessischen Landesregierung in die materielle Ausstattung des Katastrophenschutzes, dann haben wir als Hessischer Landtag diese 40 Millionen € bereitgestellt, mit dem Auftrag, sie dafür auszugeben. Und wenn Sie es für nötig halten, die Landesregierung dafür zu loben, dass sie es geschafft hat, diese 40 Millionen € auch auszugeben. Respekt, Herr Minister. Alles andere wäre aber auch eine echte Pleiteerklärung gewesen. Ja, Herr Frömmrich, das alte Spiel, ob man dem Gesamthaushalt zustimmt. An der Stelle kann ich Ihnen sagen, über diesen Punkt wäre der Hessische Landtag einstimmig am Ende zu einem Konsens gekommen. Und das wissen Sie ganz genau. Aber deswegen will ich deutlich machen, achten Sie doch darauf, wenn Sie das schreiben. Vielleicht ist der Antrag ja auch im Ministerium geschrieben worden. Ich weiß es nicht, aber das wäre die nächste politische Selbstkasteiung. Deswegen achten Sie doch darauf, wenn Sie selbst etwas Gutes tun oder wir im Landtag etwas Gutes tun, dass wir auch uns selbst dafür loben und nicht noch andere dafür loben, weil ich glaube, dass dieses selbstbewusste Auftreten gegenüber der zweiten Gewalt ein wichtiger Punkt ist im Kräfteverhältnis auch in diesem Staat. Darauf wollte ich zu Beginn erst einmal hinweisen. Aber jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt und möchte zunächst einmal einen großen Dank an die Ehrenamtlichen in diesem Lande ausrichten, die sich im Bereich des Katastrophenschutzes engagieren. Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz wäre der Katastrophenschutz weder machbar noch finanziell darstellbar. Es wäre schlicht nicht zu gewährleisten. Die eigentliche Zuständigkeit für den Katastrophenschutz liegt beim Bund. Trotzdem diskutieren wir es hier im Landtag, was dazu eben auch in den Beiträgen geführt hat. Es ist keine Kritik, dass wir sehr viel über Feuerwehr gesprochen haben, die auch ein Bestandteil des Katastrophenschutzes sind, keine Frage. Aber das eigentliche Rückgrat bildet das Technische Hilfswerk. Und da muss ich in der Tat sagen, Zivilschutz der Bundeswehr ist auch dabei. Es sind viele Bereiche dabei, die dort zusammenwirken. Aber Katastrophenschutz ist eigentlich erst einmal Bundesangelegenheit. Wir konnten einige zumindest vor anderthalb Wochen in Limburg bei der Katastrophenschutzübung Panterei dabei sein. Und es ist schon eindrucksvoll zu sehen, wie die verschiedensten Organisationen von THW, von Rettungsdiensten, von der Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, auch Berufsfeuerwehrleute, die sich dort einen Überblick verschafft haben, die Bundeswehr dabei, die Polizei dabei,
alles funktioniert. Dort werden die Schnittstellen noch einmal verbessert. Die Leute lernen sich kennen. Mit riesigem Engagement sind viele, viele Menschen an Wochenenden drei Tage im Einsatz, um dort zu üben und zu proben, um uns im Ernstfall, uns alle in dieser Gesellschaft, zu helfen und zu unterstützen. Und da kann man nur sagen, das ist ein solcher Einsatz, da kann man als Hessischer Landtag, auch wenn die eigentliche Zuständigkeit beim Bund liegt, wirklich mal Danke sagen und das hier auch entsprechend gebührend feiern. Meine Damen und Herren, es vertrauen auch alle darauf, dass das funktioniert, weil diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die Basis einer Sicherheitsarchitektur sind, die sich täglich bewährt, von der örtlichen Gefahrenabwehr, wenn vor Ort irgendwas los ist, bis eben auch zur Bewältigung von Katastrophen. Auch da hatten wir vor kurzem einen Sturm im Bereich Offenbach-Land und drumherum, der erheblich gezeigt hat, welche Auswirkungen und wie schnell es passieren kann, dass der Katastrophenschutz eingreifen und helfen muss. Allerdings kommt da auch schon das ein oder andere zutage, was man noch weiter verbessern muss. Und da geht es konkret um das Thema Digitalfunk, weil das Erste, was ausgefallen ist beim Einsatz, weil auch der Strom ausgefallen war, war der Digitalfunk. Und das ist natürlich für die Rettungskräfte, die Hilfskräfte ein großes Problem, wenn ihr eigentliches Kommunikationsmittel im Ernstfall nicht funktioniert. Klar gibt es Backups, klar gibt es andere Situationen, mit denen man sich dann aushelfen muss. Im Zweifel haben sie auf ihr Handy zurückgegriffen, weil das hat noch funktioniert. Aber da ist es schon Aufgabe zu schauen, wo Ansätze sind, um das weiter zu verbessern. Denn wenn sich die ehrenamtlichen Helfer so einsetzen, dann müssen sie auch die Instrumentarien haben. Das Thema Digitalfunk ist ein langes, ist ein schwieriges, hat lange gedauert, war teuer. Und leider gibt es immer noch die eine oder andere Lücke. Wir haben dazu aktuell auch noch eine kleine Anfrage am Laufen, um dort zu schauen, wo es weiteren Verbesserungsbedarf gibt. Meine Damen und Herren, es ist eine große Verantwortung, die die ehrenamtlichen Hilfskräfte wahrnehmen, die sie im Auftrag des Staates wahrnehmen. Dafür brauchen sie auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Die sehen so aus, dass die Ausstattung passt. Wenn man nicht die richtigen Materialien hat, ist es schwer, im Einsatzfall zu helfen. Und da können und müssen wir den Bund als Hessischer Landtag auffordern, tätig zu werden. Und auch hier, in Fortsetzung dessen, was ich am Anfang gesagt habe, will ich gar nicht mich auf den Innenminister einschießen. Die Große Koalition im Bundestag muss die entsprechenden Haushaltsmittel bereitstellen, um die über 500 ausstehenden Fahrzeuge, die geliefert werden müssen, auch bereitzustellen. Das ist die Aufgabe und die Herausforderung. Da gehört auf Bundesebene auch die SPD dazu, da gehört auf Bundesebene auch die CDU dazu, da gehören auch die Oppositionsfraktionen dazu, weil die entsprechend den Druck aufbauen müssen, dass das auch passiert. Denn wenn die Einsatzmittel nicht vorhanden sind, ist es schwierig, der Pflicht oder der Aufgabe im Bereich des Katastrophenschutzes nachzukommen. In Hessen ist eine gute Ausstattung, gerade im Bereich der Feuerwehren. Da ist das getan, was getan werden muss. Ich sage trotzdem, dass wir aufgrund des Lobes, insbesondere der Landesregierung und des Jubelantrags, als den ich diesen Antrag trotz allem bezeichnen möchte, wir sehr dezidiert unterschiedlich abstimmen werden. Ich bitte an der Stelle schon einmal, Herr Präsident, dass man die Punkte 2, 4 und 5 gesondert abstimmt. Da werden wir zustimmen. Bei den weiteren Punkten werden wir uns enthalten, weil wir den Fokus darauf sehen, dass die ehrenamtlichen Hilfskräfte hier aktiv sind und sich für die Gesellschaft engagieren. Und da ist es nicht nötig, zuallererst einmal die Landesregierung abzufeiern. Meine Damen und Herren, wenn wir es schaffen, diese Ausstattung weiter zu verbessern und dann auch noch einen Punkt ansprechen, das ist das Thema Übergriffe auf Hilfskräfte. Das ist ein Thema, das leider in den letzten Monaten, Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt, und es ist noch keine Lösung gefunden. Auch eine Strafschärfung an der Stelle ist nicht die Lösung, die man gefunden hat, um wirklich einen Rückgang der Übergriffe. Im Gegenteil, auch wenn man dort eine Erhöhung erreicht hat, ist die Zahl der Übergriffe weiter gestiegen. Deswegen sind wir alle gemeinsam weiter aufgerufen, nach Lösungen zu suchen, ob sie in einer engeren Zusammenarbeit, in einer Zentralstelle bei der Staatsanwaltschaft zu sehen ist, wo auch immer. Ich glaube, dass wir uns hier wirklich noch einmal Gedanken machen müssen, um diese Verrohung in der Gesellschaft, Hilfskräfte anzugreifen, wenn sie helfen wollen, um hier weiterzukommen und eine Lösung zu finden. Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich noch einmal ausdrücklich den ehrenamtlichen Kräften danken für ihren Einsatz, für ihr Engagement. Die Herausforderung, Herr Eckert, die das auch mit der Familie mitunter mit sich bringt, wenn man eben mal drei Tage in Limburg auf Übung, Großübung Panterei ist, findet vielleicht auch nicht jeder toll, der dann zu Hause bleibt und sich um Haushalt und was auch immer kümmert.
Aber es ist gerade das große Engagement, das man nur loben und würdigen kann. Vielen Dank dafür an alle Hilfskräfte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Nein, das ist falsch. Das war der Top 53. Das kommt hier. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Hermann Schaus. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatten im Landtag würden meines Erachtens an Qualität gewinnen, wenn Anträge der Regierungsfraktionen nicht ausschließlich zum Ziel hätten, sich selber zu bejubeln. Aber das hier ist halt wieder so ein Jubelantrag. Hessen bundesweit vorbildhaft. Und das liegt natürlich an der Landesregierung, Herr Boddenberg. An wem denn auch sonst? Ich will in dieses Spielchen nicht einsteigen, nach dem Motto, die Regierung lobt sich über den Klee und die Opposition zerreißt das in Stücke, sondern es sollte uns allen eher darum gehen, nüchtern zu sagen, was läuft gut, wo liegen die Probleme und wie kann man gute Politik versuchen zur Bewältigung von Zukunftsaufgaben. Und das will ich hier in aller Kürze tun. Deshalb, es gibt tatsächlich eine gute Entwicklung im Katastrophenschutz, die uns in Zweifel allem zugutekommt. Wir haben nämlich eine aufgrund der anhaltend guten Konjunktur gute Einnahmen. So kommt mehr über die Feuerschutzsteuer zum Beispiel rein, also kann auch mehr für den Feuerschutz investiert werden. So einfach ist das. Als LINKE wünschen wir uns natürlich, dass so manche Ausgaben weniger von der Konjunktur abhängig wären, sondern mehr vom Bedarf. Aber im Moment läuft es, und dann wollen wir auch nicht meckern. Und außerdem hatten wir in Hessen ja eine Landtagswahl. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das heißt natürlich, die Regierung war im Jahre 2018 noch etwas großzügiger. Und beides, die Konjunktur und die Wahl, hat eben dazu geführt, dass das Land Hessen tatsächlich vergleichsweise viel investiert. Und das ist natürlich gut für die Sache und gut für die Leute im Katastrophenschutz. Da konnte viel Material erneuert, ertüchtigt und angeschafft werden. Material, das es im Katastrophenfall dringend braucht und mit dem geholfen werden kann. Da gibt es neue Fahrzeuge, Löschflugzeuge und Hallen, alles gut. Aber das hätte jede andere Regierung natürlich auch nicht viel anders gemacht, und andere Bundesländer machen das ja auch so. Aber kommen wir zu den Problemen, die von der Regierungsfraktion dann doch wieder ausgeblendet werden. Und die gibt es vor allen Dingen auf zwei Ebenen, die miteinander zu tun haben. Wir hatten nämlich einerseits eine zunehmende Gefahr von möglichen und tatsächlichen Katastrophenfällen, zum Beispiel durch Klimawandel, Stürme, Starkregen, Hitze, Waldbrände. Und wir haben andererseits aber immer größere Schwierigkeiten der Personalfindung, also der Abdeckung durch Menschen in der Fläche. Und beides zusammen könnte problematisch werden. Und hier ist mehr gefragt als politische Jubelanträge, meine Damen und Herren. Zumindest nach meinem Kenntnisstand ist es nämlich so, dass die Feuerwehren und der Katastrophenschutz insgesamt ja nicht auf Rosen gebettet sind. Wir kennen die großen personellen Sorgen, sowohl bei der Freiwilligen Feuerwehr als auch bei der Berufsfeuerwehr. Weiteres Beispiel. Die Hessenschau titelte Anfang August, ich zitiere, Rettungskräfte am Limit, rettet die Sanitäter. Zitat Ende. Und es folgte eine lange Beschreibung der völligen Überlastung der Rettungskräfte. Ich zitiere nochmals. Überstunden nach einer 12-Stunden-Schicht für Rettungssanitäter ist das oft Alltag. Doch das ist gefährlich für sie selbst und für die Patienten. Eine Lösung des Problems ist nicht absehbar. Soweit das Zitat. So schaut dann der Alltag hinter den politischen Jubelanträgen aus, meine Damen und Herren, von CDU und GRÜNEN.
und es wäre Ihre dringende Aufgabe, finde ich, hieran intensiv zu arbeiten, statt sich nur selbst zu feiern. Am 22. August, nochmals in der Hessenschau, folgte dann die eingehende Beschreibung, dass uns aufgrund der miesen Arbeitsbedingungen und schlechten Bezahlung inzwischen so viele Rettungssanitäter fehlen, dass Rettungsdienste nicht mehr flächendeckend zu besetzen sind. Wieder ein Zitat. Seit einigen Wochen können Wachen in Offenbach und Wiesbaden regelmäßig Rettungswagen nicht besetzen. Nun versuchen sie dort, das Schlimmste zu verhindern, dass im Notfall nämlich keiner kommt. Zitat Ende. Wiesbaden und Offenbach sind urbane Gebiete. Auf dem Land, meine Damen und Herren, ist es noch schwieriger. Deshalb tun wir endlich etwas, damit in sozialen Berufen bessere Arbeitsbedingungen herrschen und die Bezahlung steigt. Das gilt für die Grundschulen, das gilt für die Kitas, das gilt für die Krankenhäuser und das gilt auch für die Beschäftigten in Feuerwehren und bei den Rettungsdiensten, meine Damen und Herren. Lebensretter brauchen lebenssicherndes Einkommen. Natürlich wird landauf und landab über die Folgen des Klimawandels gesprochen. Das ist ja nichts Abstraktes, sondern sehr konkret und möglicherweise auch bald schon sehr bedrohlich. Wir haben eine Zunahme an Starkregen, von Hagel, zuletzt sogar von Tornados im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben Hitzerekorde und Gebiete mit beginnendem Wassernotstand. Also regional ganz unterschiedliche, aber eben sehr ausgeprägte Phänomene. Hier viel zu wenig Wasser, dort auf einmal sintflutartiger Regen. Das ist keine Panikmache oder Ideologie, sondern das ist die sich stets weiter konkretisierende Realität. Der Zustand der Wälder ist schlecht. Gott sei Dank war dieser Sommer nicht noch heißer und noch trockener als der vorangegangene. Es gab keine weitere Zuspitzung der Situation, aber es war immer noch viel zu trocken mit Hitzerekorden von über 40 Grad. Da hilft es auch nicht, wie die AfD, den durch uns Menschen verursachten Klimawandel weiter zu leugnen und die Augen davor zu verschließen, weil man eben keine Antworten hat. Wir hatten, Sie wandeln den menschgemachten Klimawandel, natürlich, selbstverständlich. Wir hatten ab März bereits hohe Waldbrandgefahr und Waldbrände. Der Wald ist in dramatisch schlechtem Zustand und die Gefahr von Bränden wächst von Jahr zu Jahr. Es gäbe Schöneres, um diese Rede zu beschließen. Doch, Herr Innenminister, dass das Land Hessen mehr in den Katastrophenschutz investieren konnte, darüber freuen wir uns natürlich alle. Und das ist auch gut so. Und natürlich will auch ich nicht versäumen, allen Menschen, die zu einem funktionsfähigen Katastrophenschutz, ob sie hauptberuflich oder ehrenamtlich, in Feuerwehren, in Rettungswagen, im Katastrophenschutz selbst tätig sind, zu danken. Allen, die ihre Zeit opfern und ihr Leben für andere riskieren, gilt unsere Anerkennung. Auch DIE LINKE weiß dieses Engagement sehr zu schätzen. Vielen Dank, Kollege Schaus. Nächste Rednerin ist die Abg. Eva Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Unglücke, Naturkatastrophen, Unfälle, das sind die Zustände, bei denen sich die Bevölkerung nicht mehr selbst helfen kann. Und dann greift das staatliche System des Zivil- und Katastrophenschutzes. Die Länder sind bei Unglücken und Katastrophen in Friedenszeiten zuständig, und der Bund hat die Aufgabe, die Bevölkerung vor kriegsbedingten Gefahren zu schützen. Das ist der sogenannte Zivilschutz. Diese beiden greifen aber ineinander, nämlich in das integrierte Hilfeleistungssystem, ergänzen einander und helfen auch einander. Und ich möchte heute einmal sagen, was eigentlich der Zivilschutz bedeutet und was für eine Zeit wir leben. Denn den Schutz vor kriegsbedingten Gefahren haben wir seit 74 Jahren nicht mehr gebraucht. Das ist ein großes Glück und ein Geschenk dieses Zeitalters, dass wir über eine so lange Zeit hier in Deutschland und in Europa in Frieden leben dürfen. Applaus
Der Großteil der Bevölkerung, der heute hier in Deutschland lebt und in Europa, hat keine Erfahrung mit Krieg, Vertreibung, Tod und Zerstörung gemacht. Und das ist gut so. Aber es lässt uns vielleicht manchmal vergessen, dass wir in einer solch ungewöhnlich langen Periode des Friedens und Wohlstands leben, wie es sie vorher noch nie gab. Und es ist auch immer mal angebracht, dafür dankbar zu sein. Der Katastrophenschutz in der Zuständigkeit der Länder dagegen ist ständig mit neuen Herausforderungen und Lagen konfrontiert. Und da sind wir gefordert, uns neben den bisherigen Einsatzlagen auch mit den Folgen des Klimawandels auseinanderzusetzen. Warum? Wir haben manchmal zu viel Wasser und wir haben manchmal zu wenig Wasser, um es mal zu verkürzen. Die zu viel Wasser, die zunehmenden Starkwasserereignisse führen zu Überschwemmungen, vollgelaufenen Kellern, umgestürzten Bäumen, damit lahmgelegten Bahnstrecken und Hagelschäden. Das haben wir unlängst im Kreis Offenbach erlebt. Die Kollegen haben ja schon von diesem Ereignis berichtet, bei dem über 1.000 Einsätze der 29 Feuerwehren im Kreis Offenbach gemeldet wurden. Die Feuerwehren haben an diesem Sonntagabend übrigens 70 Menschen aus ihren Autos befreit. Wenn zu wenig Wasser da ist, nämlich im Wald, dann haben wir die Gefahr von Waldbränden. Die anhaltende Trockenheit durch extreme Hitzewellen, lange Dürreperioden und unglaublich hohe Temperaturen, wie wir sie so noch nicht erlebt haben, führen dazu, dass jeder Funke einen katastrophalen Waldbrand verursachen kann. Und dann kommt es eben darauf an, dass schnell gelöscht werden kann. Bei Waldbränden entsteht reiner Kohlenstoff. Der wird wegen seiner Farbe Black Carbon genannt. Und von ihm ist bekannt, dass er Sonnenlicht absorbiert und so weiter zur Erwärmung der Atmosphäre beiträgt. Und Wissenschaftler haben im Feuerrauch noch weitere Partikel entdeckt, die ebenfalls das Klima aufheizen. Das heißt, solche Brände tragen weltweit stark zur Luftverschmutzung bei. Und sie sind in zweierlei Hinsicht extrem gefährlich für unser Klima. Einmal, weil nach einem Brand ganze Waldgebiete fehlen und damit ihre Funktion als grüne Lunge. Und zum Zweiten, weil diese Brände extrem schädliche Emissionen verursachen und das Klima weiter anheizen. Für unsere Feuerwehrleute heißt das deshalb, Waldbrände schnell und vollständig löschen zu können und eine große Ausbreitung möglichst zu verhindern. Und dafür sind die Feuerwehren in Hessen mit Technik gut gerüstet. Denn das Land hat die Feuerwehren in Darmstadt, Lauterbach, Wolfhagen und im Zentrallager des Hessischen Katastrophenschutzes in Wetzlar mit diesen Abrollbehältern ausgestattet. Das hat schon der Kollege erwähnt. Und das sind einmal Löschwasseraußenbehälter. Das heißt, man kann große Mengen an Wasser, an Löschwasser vor Ort vorhalten, aus dem dann gelöscht werden kann. Gleichzeitig aber gibt es auch die faltbaren Löschwasserbehälter, mit denen aus der Luft gelöscht werden kann. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass diese Waldbrände erstens schnell gelöscht werden können und sich zweitens nicht zu weit ausbreiten. Und ich glaube, man kann sagen, dass mit dieser guten technischen Ausstattung und der guten Ausbildung unserer Feuerwehrleute wir deshalb einen aktiven Klimaschutz betreiben und auch eine Klimafolgenanpassung, wie wir sie in vielen Bereichen zu leisten haben. Das Ehrenamt ist heute schon vielfach angesprochen worden. Und ich finde auch, wir können nicht oft genug in Erinnerung rufen, wer den Brand- und Katastrophenschutz eigentlich trägt. Das sind nämlich die 80.000 ehrenamtlichen Männer und Frauen, die in ihrer Freizeit üben, proben, sich fortbilden und im Ernstfall eben zur Stelle sind, um zu bergen, zu löschen und zu helfen. Und diesen Menschen, diesen Ehrenamtlern gebührt unser Dank und unsere Anerkennung. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zu den Anmerkungen von dem Kollegen Eckert. Ich glaube, die Lösung, die gefunden wurde für die Entschädigung der nicht ehelichen Partner von Feuerwehrleuten, die im Einsatz einen Schaden erleiden, ist am Ende eine gute Lösung gewesen. Denn der ursprüngliche Antrag der Unfallkasse war ganz einfach rechtlich nicht zulässig. Und nur deshalb hat das Hessische Sozialministerium ihn abgelehnt. Rechtlich nicht zulässig heißt, dass sich das auf Sozialgesetzbuch beruht. Und da sind eben nur die Ehegatten
erwähnt als diejenigen, die entschädigt werden können. Aber es wurde ja eine Lösung gefunden. Sozialminister Klose hat sich sofort mit Innenminister Beul zusammengesetzt, und die beiden haben eine rechtskonforme Lösung gefunden. Das ist gelungen mit dem Unfallentschädigungserlass. Wir würden uns sehr freuen, wenn die SPD auf Bundesebene jetzt auch unsere Bundesratsinitiative unterstützen würde, dass nämlich eben jene Regelung im Sozialgesetzbuch, die das verhindert hat in der Unfallkasse, auch geändert wird, sodass es in Zukunft möglich ist. Das wäre wunderbar. Unsere ehrenamtlichen Feuerwehren, auch das DRW, sind immer ein Spiegel der Gesellschaft. Ich finde, da gibt es sehr erfreuliche Entwicklungen. Denn gerade die Feuerwehren sind keine reinen Männervereine mehr, sondern da sind immer mehr Frauen aktiv. Und zwar nicht zum Kuchenbacken bei Vereinsfesten, wie das noch vor einigen Jahrzehnten war, sondern sie fahren Löschzüge, kennen sich mit der Technik bestens aus und übernehmen auch Führungsverantwortung. Und das ist eine hervorragende Entwicklung. Es gibt Herausforderungen, an denen müssen alle noch weiter arbeiten. Wir haben nämlich eine Achillesferse in dieser hochtechnisierten und digitalen Gesellschaft, und das ist die Stromversorgung. Es kann immer wieder durch Stromausfälle kommen, durch Netzüberlastungen oder durch Anschläge. Denkbar sind sogar Hackerangriffe, denn alles ist digital gesteuert heutzutage. Ich will Ihnen mal kurz berichten, was dann passieren kann, wenn eben eine Notstromversorgung nicht gewährleistet ist. Berlin-Köpenick, 21.02.2019. Der Stromausfall in Köpenick hat aus Sicht der Berliner Feuerwehren eklatante Mängel im Katastrophenschutz offenbart. Wir können von Glück sagen, dass es nicht länger gedauert hat, sagt der Katastrophenschutzbeauftragte in Berlin. Berlin hat den Katastrophenschutz seit vielen Jahren kaputtgespart. Fahrzeuge seien veraltet. Ähnliche Defizite hatte schon 2014 eine Studie aufgedeckt, würde in Berlin tagelang in der ganzen Stadt der Strom ausfällen, bräche die öffentliche Ordnung zusammen. Wir in Hessen sind da wirklich besser aufgestellt. Das Land Hessen hat bereits 2012 insgesamt 27 Notstromgroßaggregate mit einem Gesamtvolumen von 3,2 Millionen Euro für Zwecke der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes und die Landesfeuerwehrschule beschafft, und die stehen für solche Fälle bereit. Ich glaube, für ein Blackout gerüstet zu sein, bleibt eine der großen Herausforderungen, und da sollen und werden wir weiter daran arbeiten, um für diesen Ernstfall gerüstet zu sein. Erlauben Sie mir am Ende noch eine Bemerkung. Ja, wir haben eine zunehmende Gewalt auch gegenüber Einsatzkräften. Aggressives Verhalten, nicht respektieren dieser großartigen Leistung, die die Menschen dort bringen. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir gesellschaftliche Kräfte haben, die dafür sorgen, dass gerade unsere staatlichen Institutionen, unsere Einrichtungen und auch die Feuerwehren und die Polizei als ein Unrechtsregime betrachtet werden. Parteien, die in ihrem Wahlprogramm die Bundesregierung als Regime bezeichnen, tragen mit dazu bei, dass keine Anerkennung und Respekt mehr vor diesen Einrichtungen und Organisationen da ist. Und es sind die Letzten, die sich dann hier über Aggressivität und Gewalt gegenüber Einsatzkräften beschweren können. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Ich sehe keine Wortmeldung mehr aus dem Abgeordnetenbereich, sodass ich nur mit dem Staatsminister des Inneren und für den Sport das Wort gebe. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will das aufgreifen, was der Kollege Schaus gesagt hat. Die Koalitionsfraktionen mögen sich nicht selbst feiern. Meine Damen und Herren, das, was der Antrag hier zum Ausdruck bringt, das, was wir hier miteinander debattieren, das, was wir heute mit dem Setzpunkt sagen wollen, ist, dass wir gerade nicht die, die hier sind, feiern, sondern es sind diejenigen, meine Damen und Herren, die 365 Tage, 24 Stunden einsatzbereit sind, um uns die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, um uns im Zweifel Hilfe zu leisten, ob im Brandfall oder bei technischer Hilfeleistung. Meine Damen und Herren, wir feiern heute die ehrenamtlichen Katastrophenschutzkräfte.
Es gibt kein vergleichbares Ehrenamt wie das bei den Feuerwehren, bei den Hilfsorganisationen oder beim THW. Das gibt es nicht. Das ist etwas Herausragendes. Mut, Kraft, Ausdauer, es sind die technischen Fähigkeiten, das technische Verständnis, die Teamfähigkeit, die Kameradschaft, die genau dieses Ehrenamt ausmachen. Und meine Damen und Herren, das will ich am Anfang sagen, das sind die Menschen, 80.000 ungefähr in unserem Land, das sind die Menschen, die unser Land zusammenhalten. Das sind diejenigen, die für andere da sind, meine Damen und Herren. Das sind diejenigen, die im Jahr 2015, 2016 nicht im Internet gehetzt haben, nicht auf irgendwelchen Veranstaltungen gegen Flüchtlinge gearbeitet haben. Die haben unser humanitäres Gesicht in Deutschland erst ermöglicht. Und deswegen sind wir Ihnen unfassbar dankbar für das, was Sie leisten. Und da ist es fast selbstverständlich, dass wir uns um diese Gruppe auch in einer besonderen Form kümmern, meine Damen und Herren. Und deswegen können wir heute sagen, wir haben beim Hessischen Katastrophenschutz die umfangreichste und modernste Ausstattung aller Zeiten. Und dass wir darauf stolz sind, meine Damen und Herren, finde ich, das können wir doch hier gemeinsam im Hessischen Landtag auch zum Ausdruck bringen, dass es uns so gemeinsam gelungen ist, meine Damen und Herren. Wir haben in den letzten Jahren enorm investiert. Alleine 35 Millionen Euro, die im Jahr 2018, 40, die im Jahr 2019 zur Verfügung stehen, die Garantie, sogenannte Garantiesumme, und wir wollen sie noch weiter ausweiten auf 45 Millionen. Das hat dazu geführt, dass wir alleine im vergangenen Jahr 250 Fahrzeuge, wir konnten 50 Feuerwehrhäuser in unserem Land fördern, nicht, weil wir in die Steine investieren wollen, nicht, weil wir uns feiern wollten, sondern weil wir denjenigen, die für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag leisten, das Arbeitsmaterial in die Hand geben mussten, damit sie es auch tun können, meine Damen und Herren. Und diejenigen, die bei einer Übergabe eines Bescheides oder bei einer Veranstaltung wie z.B. am Samstag bei der Landeshelferparty mit dabei waren, werden immer zumindest von mir erleben, dass ich sage, und das ist noch nicht einmal das Wichtigste. Das Wichtigste sind die Investitionen in die Menschen. Das Wichtigste ist die Investition da hinein, dass wir auch zukünftig in den Fahrzeugen und den Häusern noch ehrenamtliche Einsatzkräfte haben. Das ist der Fokus unserer landespolitischen Initiativen, und darum kümmern wir uns in einer besonderen Form. An der Landesfeuerwehrschule. Da geht es darum, dass wir die Führungskräfte der Hessischen Feuerwehr gut ausbilden. Weil wenn wir schon von 80.000 Einsatzkräften erwarten, dass sie ehrenamtlich in den Einsatz gehen, dann müssen sie gut geführt, dann müssen sie gut ausgebildet sein. Das machen wir bei uns. Und wenn wir stolz darauf sind, dass wir das gut machen, weil wir es anders machen als in anderen Ländern. In Hessen kommt es nicht darauf an, dass eine Kommune, die eigentlich dafür zuständig ist, gerade Geld hat, um einen Feuerwehrmann auf die Schule zu schicken, sondern das machen wir. Das ist unsere vornehmste Aufgabe. Und wenn wir das so machen, wenn wir das gut machen, bis hin zur Kinderbetreuung, die wir in der Landesfeuerwehrschule organisieren, dann finde ich, dann können wir stolz darauf sein, dass uns so etwas gelingt, aber nur, weil es uns gelingt für die Einsatzkräfte in unserem Land, meine Damen und Herren. Und wenn ich sage, wir wollen auch zukünftig noch in den Häusern und den Fahrzeugen jemanden haben, dann müssen wir natürlich investieren in die Jugendfeuerwehren. Meine Damen und Herren, wir bauen gerade in Marburg-Kappel ein neues Heim für die Jugendfeuerwehren. Das ist eine Zukunftsinvestition im wahrsten Sinne des Wortes. Wir unterstützen die Nachwuchsarbeit der Jugendfeuerwehren, weil wir wissen, dass die zentralen Ansprechpartner der Jugendfeuerwehr auf der Landesebene diejenigen in den Wehren, die sich um die Jugendarbeit kümmern, anleiten müssen. Hydro Girl und Captain Firefighter, das sind die beiden Figuren praktisch der Nachwuchswerbekampagne. Das ist aber ja nicht, weil wir diese Figuren toll finden, sondern weil das eine Gelegenheit ist, um junge Leute anzusprechen, sie zu begeistern für die Hilfe am Nächsten, sie zu begeistern für die Technik, sie zu begeistern dafür, sich in den Feuerwehren und den Hilfsorganisationen zu engagieren. Und deswegen unterstützen wir die Nachwuchsarbeit bei den Feuerwehren. Und das ist unsere zentrale Aufgabe.
Und natürlich ist es so, dass wir uns um die taktische Aufstellung unserer Katastrophenschutzkräfte natürlich in einer besonderen Form auch kümmern müssen. Und da ist hier viel Richtiges gesagt worden, meine Damen und Herren. Wir haben zuletzt die Waldbrandbekämpfung geübt, gemeinsam mit der Bundespolizei. Und ich will Ihnen bei dieser Gelegenheit sagen, dort waren die Piloten der hessischen Polizei und der Bundespolizei, die diese Waldbrandbekämpfung mit den Bambi Buckets, das sind so ganz große Wasserbehälter, die es uns ermöglichen, aus über der Feuerstelle entsprechend Wasser abzulassen. Wenn der Pilot von der Bundespolizei sagt, dass Hessen das einzige Land ist, was sich in dieser Form um Waldbrandbekämpfung kümmert, dann ist das doch ein Ausweis dafür, dass wir gemeinsam unsere Aufgabe gut machen, und zwar im Sinne der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und ich finde, da können wir gemeinsam stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Und wir werden nachlegen. Wir werden nachlegen bei der Frage Starkregen. Natürlich ist es so, dass wir dort einen entsprechenden Ausstattungsstand haben müssen, der es uns ermöglicht, sehr schnell auf Starkregenereignisse zu reagieren. Wir werden 7 Abrollbehälter alleine für diesen Bereich für 1,1 Millionen € anschaffen. Ich will Ihnen nur sagen, wir arbeiten stetig daran, unsere Feuerwehren und unsere Katastrophenschutzkräfte weiter so in die Lage zu versetzen, dass sie in der Katastrophe, dass sie in der Not der Menschen, dass sie dann eben auch qualifiziert Hilfe leisten können. Das ist unsere Aufgabe, und ich bleibe dabei, die machen wir gut, meine Damen und Herren. Herr Kollege Müller, ich empfehle einen kurzen Blick in das hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Da sind die Aufgaben entsprechend beschrieben. Sie haben das mittlerweile auch schon herausgefunden, dass das ein bisschen daneben war, was Sie vorhin erklärt haben. Aber ich will hier nur zu der Frage der Zivilschutzausstattung sagen, die Bestandslücken, die wir haben, die sind zweifellos so. 46 Fahrzeuge, die abgängig sind bei den hessischen Feuerwehren, die ersetzt werden müssen durch den Bund. Es hilft uns nichts, wenn Sie auf den Innenminister zeigen. Ich könnte sagen, in Berlin regiert im Moment im so und so vielten Jahr ein Bundesfinanzminister, der der SPD angehört. Das hilft dem Feuerwehrmann da draußen kein bisschen. Wir müssen gemeinsam dann arbeiten. Sie an Ihrem Finanzminister, ich an unserem Innenminister, dass wir dafür Sorge tragen, dass die 100 Millionen, die wir jetzt schon haben, noch weiter ausgeweitet werden, damit wir dieses Loch stopfen können, meine Damen und Herren. Im Übrigen bleibt es dem Bund auch hier an dieser Stelle sozusagen nicht verborgen, wie wir ausgestattet sind, weil der Fluch der guten Tat unserer Ausstattung, unserer hervorragenden Ausstattung des Katastrophenschutzes führt dazu, dass das BBK die neuen Fahrzeuge immer an uns vorbei in andere Länder hineinbringt, wo die Not noch größer ist. Aber das nur am Rande. Meine Damen und Herren, ich will noch zum Abschluss kurz erwähnen. Wir kümmern uns auch unter dem Gesichtspunkt Anerkennung und Wertschätzung des Ehrenamtes um unsere ehrenamtlichen Kräfte. Da geht es um viele Fragen. Die Frage Anerkennungsprämie auf der einen Seite. Wir haben da übrigens die Hilfsorganisationen mit einbezogen bei der Frage der Anerkennungsprämie. Das ist nicht eine Feuerwehrnummer, sondern es sind die Hilfsorganisationen. Es ist das THW mit aufgenommen, weil wir gesagt haben, an der Unfallstelle draußen ist das völlig egal, welches Hoheitszeichen auf dem Ärmel drauf ist, ob das Bund oder Land ist. Die machen gemeinsame Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen verdienen sie auch gemeinsam gleiche Wertschätzung durch das Land Hessen, und das erhalten sie. Der letzte Punkt, Herr Präsident, und bei der Frage der Unfallentschädigung will ich noch einmal deutlich sagen, es sind die Kräfte, die ehrenamtlichen Kräfte, die die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. Und damit haben Sie von uns das Recht, dass wir uns um Sie im schlimmsten oder im allerschlimmsten Fall um Ihre Familien kümmern, meine Damen und Herren. Und da ist die Lebensform
am Ende egal. Und das machen wir hier bei uns in Hessen, dass wir über den Entschädigungserlass dafür gesorgt haben, dass eben bestmögliche Versorgung für den allerschlimmsten Fall für unsere Katastrophenschutzkräfte und Feuerwehrleute da sind. Und da, wo wir ein Defizit bei der Frage der Gesetzgebung ausgemacht haben, und das ist ja am Ende das, was der Sozialminister am Ende darstellen musste, es gab ein Defizit in der Gesetzgebung, und das versuchen wir über den Bundesrat in einer gemeinsamen Initiative auszumerzen. Man kann, meine Damen und Herren, hier im Plenarsaal des Hessischen Landtages Unterschiede hier der einzelnen Fraktionen in einzelnen Detailfragen konstruieren. Man kann aber auch hingehen und sagen, weil es so wichtig ist, weil es hier um 80.000 ehrenamtliche Kräfte geht, weil es uns wichtig ist, Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, dass man mal gemeinsam diesen Antrag einfach einstimmig hier verabschiedet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich habe gelernt, das Ressort heißt Inneres und Sport und nicht für Sport. Habe ich vielleicht noch alte Erinnerungen bei mir im Kopf. Sie haben ein bisschen überzogen. 1:51 wollte ich nur dem Parlament mitteilen. Ich habe eine Wortmeldung des Fraktionsvorsitzenden der AfD, Herrn Kollegen Lambo. Der hat aber noch Altzeit. Nee, habe ich ja bewusst nicht gesagt. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Ich möchte auf einen Aspekt eingehen, der hier in der Debatte erstaunlicherweise von mehreren Rednern thematisiert wurde, so von Herrn Innenminister Beuth eben, aber auch vor allem von der Frau Goldbach von den Grünen. Sie nennen richtig, dass seit einigen Jahren im Einsatz beim Katastrophenschutz, bei der Polizei, bei der Feuerwehr es zu immer schwerwiegenderen Behinderungen der Einsatzkräfte kommt. Und ich habe hier mit großem Erstaunen gehört, dass Sie, auch wenn Sie den Namen AfD nicht sagen, letzten Endes hier klar die Aussage treffen, die AfD ist schuld, dass es immer mehr Bürger gibt, die die Einsatzkräfte im Katastrophenschutz im Einsatz behindern. Und dagegen verwahre ich mich, gegen diese Unterstellung. Es ist eine Instrumentalisierung eines schwierigen Themas. Die Einsatzkräftebehinderung im Einsatz hat überhaupt nichts mit der AfD zu tun. Es ist eine Ausblendung der Realität. Sie machen es sich einfach, Sie machen es sich eindimensional. In Ihren Augen ist die AfD wohl an allem schuld. Reden Sie mal mit den Menschen da draußen, die im Einsatz sind, im Katastrophenschutz. Befragen Sie diese Menschen mal, wer hier eigentlich an der Behinderung in diesen Einsätzen dran schuld ist. Was glauben Sie eigentlich, warum in diesen Kreisen mittlerweile überdurchschnittlich AfD gewählt wird? Weil es AfD-Anhänger sind, die den Einsatz behindern? Das ist völlig realitätsfern. Es sind ganz andere Mitbürger, die seit einigen Jahren den Einsatzkräften im Katastrophenschutz, der Feuerwehr insbesondere, das Leben schwer machen. Und noch einmal, wir verwahren uns gegen diese Unterstellung, gegen diese üble Instrumentalisierung eines schwierigen Sachverhaltes. Die AfD hat damit überhaupt nichts zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lambo. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, sodass wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag 1093 aus dieser Legislaturperiode kommen. Von Seiten der Fraktion der Freien Demokraten ist beantragt worden, dass die Ziffern 2., 4. und 5. gemeinsam abgestimmt werden und dann der Rest gemeinsam abgestimmt werden. Ist das so okay? Gut, dann fangen wir an mit der Abstimmung über die Ziffern 2., 4. und 5. Wer diesen drei Ziffern die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist einfach für uns hier oben, das gesamte Haus. Vielen Dank. Wer ist für die restlichen Ziffern, 1., 3., 6., 7., 8. und 9., den bitte ich um das Handzeichen.
Das ist die AfD, das ist die CDU, das sind die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Die LINKEN, die SPD und die Freien Demokraten. Vielen Dank. Damit ist der Entschließungsantrag so beschlossen.